Ja, okay, da müssen wir es halt ein bisschen langsamer angehen. Nee, ne? So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D Land. Im letzten Part haben wir Welt 3 abgeschlossen, jetzt geht's weiter in Welt 4.1. Let's go! Genau. Eine Wald-Dschungelwelt anscheinend. Ich hab wieder Bock. Aber leider immer wieder der gleiche Soundtrack. Also, die Variation ist echt nicht so groß. So. Hallo, darf ich da drauf? Da steht wieder ein Toad. Hallo. Okay, da gibt's mir nur so einen Kack-One-Up. Den wollte ich nicht. Sehe ich irgendwo aber eine Starcoin? Nein. Nein, habe ich gerade gesagt. Give me this one up. Habe ich mich fast selbst getroffen mit dem Scheißdreck. Aber hier könnte die erste Starcoin sein. Yahoo. Lol, ich habe sogar einen One-Up dafür bekommen. So, vielleicht muss man die irgendwie killen. Das war ja in 3D World auch mal so. Nee, anscheinend nicht. Das heißt, wir erklimmen weiter den Berg. Da ist auf jeden Fall eine Starcoin. Das heißt, wir werden versuchen, da hochzugehen. Jawohl. Heute läuft's wieder. Oh nee, nicht 3D. Was für 3D, Digga? Ich habe keinen 3D-Effekt. Ja, okay, da müssen wir es halt ein bisschen langsamer angehen. Nee, ne? Kann ich da aber nochmal hoch? Bitte sag ja. Ist ja schon ein bisschen lame, wenn nicht. Es ist lame. Och, man. Ja gut, warte mal, wir können uns ja töten. Checkpoint. Und dann tschüss, ciao. Ja, aber Digga, ohne 3D-Effekt ist es ja auch ziemlich unmöglich. Die Kamera ist ja auch wirklich der größte Dreck. Kann ich bitte da hoch? Okay. Alter, 3D, ja ohne 3D, Digga. Also, ist es doch scheiße. Boah, es sieht so korrupt aus. Okay, ich hab's. Boah. Okay, mit dem 3D-Effekt ist echt schwierig. Ja, wie komme ich da rüber? Auch nicht. Ohne Tanuki möchte ich jetzt gar nichts riskieren. Jetzt. Oh, der Scheißdreck. Also man merkt, ohne 3D-Effekt hat man manchmal seine Schwierigkeiten. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nirgendwo irgendwo was ist. Ja. One-Up, wieso gibt es denn hier keine Items? Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir die letzte Starcoin nicht mit dieser Kanone verkackt haben. Weil darüber zu springen ist mir ein bisschen zu lebensmüde. Okay, hier ist Zeit. Hm, die brauchen wir aber nicht. Warte mal, hier ist so ein Ding. Gut. Da ist ein Totti. Der gibt uns einen Stern. What the hell? Da ist nur Zeit. Na, komm doch, deine Mutter. Gibt's auch keine Items in dem Kack-Level.
Ja, gut, und ich habe auch die letzte Starcoin nicht. Wo ist die denn? Ja gut, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Die kann ja nicht allzu weit weg sein. Ich meine, hier ist Zeit. Okay, lass noch mal runtergehen. Aber wo soll die denn sein? Vielleicht doch auf der Kanone drauf, aber das wäre ja lame irgendwie, oder? Das ist ja extrem lame. Gut, wir probieren es. Vielleicht muss man die an der Luft treffen. Ja, muss man. Okay, perfekt. Okay, gut. Dann haben wir alles. Hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber es ist komplettiert. Bei der guten Mucke kann man auch wirklich nicht traurig werden, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich 1 HP und ich hoffe, hier ist noch... Nee, ich muss noch die Schwanenstange erreichen, ne? Ja, scheiße. Ja gut, egal. Hol ich später nach. Jetzt geht's erstmal weiter im Text. Wieder eine Fragezeichenbox. Das kleine Mario. Okay, aber wenn das nur das hier ist, ist es nicht so schwierig. Ja, es war nur das, okay. Die Boxen sind aber viel zu einfach. Naja, dafür wird wahrscheinlich gleich die Hölle kommen. So ist kennen. Ich würde kurz sagen, wir gucken mal kurz, ob es ein Item irgendwo gibt noch. Nein. Das ist ausgegraut. Das heißt hier auch nicht. Und Welt 1, gibt es da noch ein Itemhaus? Auch ausgegraut. Okay, dann leider keine Items. Und dann geht's weiter hier in Tier 2. Let's go! So, wir haben ja 50 HP. Okay, was ist das hier für ein korruptes Level? Oh, die rotzen uns voll, dann sehe ich nichts mehr. Okay. Ist hier was? Ein Pilz. Gut, den nehme ich doch gerne. Perfekt. Schon mal nicht mehr. Der kleine Fuchs. Hallo, möchtest du hochgehen? Die Frage ist aber, wie ich da rüberkomme. Vielleicht von hier oben, ne? Von hier oben. Nee. Ja, woher dann? Hä? Wie komme ich zu Starcoin? Hallo, Mario, stell dich jetzt nicht an. Ah, die Kamera ist aber auch wieder... Nee, da komme ich doch auch nicht hoch. Wie komme ich denn da hoch? Na, fuck. Okay, dann weiß ich's nicht. Dann klettern wir jetzt einfach mal weiter hoch und gucken mal. Vielleicht macht der irgendwas da drüben noch. Oder kann man von oben reinfallen oder sowas? Das wäre ja noch eine Option. Ja, okay, Digi. Ja, hier geht's rein. Und ich suche den Kack. Was, die zweite? Ach komm, als ob es die zweite ist. Ja, wo ist denn die erste, bitte? Keine Ahnung. Suchen wir dann wann anders. Jetzt spielen wir erstmal weiter. Die schneide ich dann rein. Okay. Warte mal. Da geht's safe hoch.
Oder auch nicht. Wo geht's da nicht hoch? Doch, da geht's hoch. Was hat er den Wandsprung davor nicht gemacht? Oh, das ist wieder ein Teleporterröhre. Wir kommen in die nächste Welt damit, oder? Ich glaube. Ja, in Welt 5. Eine Wüste anscheinend. Gut, aber das wollen wir ja nicht. Wir gehen nochmal zurück. Oder können wir auch direkt im Anschluss die Starcoin noch suchen, die wir verpasst haben. Let's go! Dann nehme ich euch doch direkt mit, weil die muss ja irgendwo in der Nähe des Anfangs sein. Na, muss ja irgendwo hier sein, passt schon. Ey, Digga, verpisst euch. Okay, erstmal die killen, weil die gehen mir jetzt schon wieder auf den Senkel. Hey, what the hell? Was? Die chillen einfach da. Ja, komm, deine Mutter. Ja, natürlich kriege ich jetzt kein Ding mehr. Pilz. Wo war ein Pilz? Irgendwo hier oben. Verpiss dich. Bitte jetzt nicht fehlen, ne? Ich meine, die dritte Starcoin muss ja eigentlich auch irgendwo noch sein, ne? Okay, Pilz. Okay, wo könnte die dritte Starcoin sein? Ich meine, da war die zweite. Irgendwo. Ah, hier vielleicht. Jawohl. Ja, perfekt. Dann haben wir alles. Dann müssen wir noch ins Ziel. Ja, du verpisst dich jetzt erstmal, weil du gehst mir schon wieder hart auf den Senkel. Zack. Und hoffentlich. Yeah, jawohl. Zack, zack, zack. Ach man, wieder nicht oben hin. Na, scheiß drauf. Dann würde ich sagen, war es für heute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. 3Dler. Ciao, ciao.